In dieser Podcast-Folge erfährst du, warum es nicht immer auf die Mandatsgröße ankommt. In der Steuerberaterbranche spricht jeder von Digitalisierung, Automatisierung und starken Veränderungen in der Zukunft. Experten und ihre Lösungen sprießen aus dem Boden wie Osterglocken im Frühling. Doch wie reagiert die Branche? Verunsichert. Wer kann jetzt tatsächlich weiterhelfen und vor allem wie? Unzählige zusätzliche Herausforderungen neben dem Tagesgeschäft. Wie bewältigt eine einzelne Kanzlei all das ohne die wirklich richtige Beratung? Daniel Terwersche ist innovativer Coach für Steuerberater und zeigt dir in seinem Podcast, wie es funktioniert. The New Generation Steuerberater. Wie Kanzleiinhaber und deren Mitarbeiter zu den Gewinnern im digitalen Wandel unserer Zeit gehören werden. Hör zu, fang jetzt an, deine Kanzlei für die Zukunft fit zu machen. Die Zeit ist reif. Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Und in dieser Woche möchte ich mal über die Mandatsgröße mit dir sprechen. Ich habe in den letzten Tagen wieder mal ein schönes Zitat gelesen, und zwar von meinem allerersten Chef, dem Tobias Groten, Vorstandsvorsitzenden der Tobit Labs AG. Und der hatte schon vor einigen Jahren gesagt, die großen Kunden dienten nur als Brücke zu der Unmenge an Kleinen. Den Spruch finde ich sehr relevant und beherzigt auch viele Dinge, die ich von ihm damals auch kennenlernen durfte. Unter anderem hatte er häufiger mal den Spruch, ich habe lieber von 1 Million Leute 1 Euro als von einem 1 Million Euro. Doch was hat das mit der steuerberatenden Branche zu tun? Einige von den Steuerberaterinnen und Steuerberatern, die bei mir im Coaching sind oder bei uns im Coaching sind, sind häufig am Überlegen, wie weit sie in die Positionierung hineingehen. Und im Bereich der Positionierung spielt immer oder dann häufig ein Gedankengang mit. Und zwar der Gedankengang, wo sitzt das meiste Schotter? Beziehungsweise, wo kann ich am meisten abrechnen? Wo ist der Mandatswert am höchsten? Und in der Regel kommt es dann nachher darauf an, dass man halt doch gerne mittelständische Gesellschaften haben möchte, so GmbHs mit mehr als 100 Mitarbeitern. Und das ist natürlich so die Frage, ist das wirklich der absolute Segen oder ist dieser Gedankengang vielleicht eher sogar der Fluch? Und deswegen möchte ich da mal darauf eingehen. Ich habe eine Steuerberaterin, die hat zum Beispiel viele Kleinmandate oder Kleinstmandate. Sie ist aber sehr gut strukturiert, hat tolle Prozesse und hat eine sehr homogene Mandantenstruktur. Und bei ihr ist es so, dass sie teilweise für einen Mandanten, der ungefähr 150 Euro pro Monat in Rechnung gestellt wird, hat sie dann einen Zeitaufwand von Rüstzeit von circa einer Viertelstunde. Also inklusive für die FIBU. Und die Frage ist das nicht auch eine Option für viele Kanzleien, dass man eher in diesen Bereich hingeht und sagt, okay, ich nehme jetzt ein ganz bestimmtes Klientel an Klein- und Kleinstmandaten, die man ganz gezielt anspricht, um dann eine Vielzahl von diesen für sich zu gewinnen und mit sehr überschaubarem Zeiteinsatz gute Ergebnisse zu erzielen und dadurch halt einen sehr guten Deckungsbeitrag. Die andere Sache ist doch folgendes. Stellen wir uns mal vor, du bist Kanzleiinhaber einer Kanzlei mit circa 5 bis 10 Mitarbeitern. Das sind ja 70% der Kanzleien hier in Deutschland. Und wenn du einen Mandanten hast, der 180 Mitarbeiter hat, eine GmbH mit einem Umsatz von 55 Millionen Euro, dann ist das schon eine ganz schöne Nummer. Das ist natürlich ein tolles Mandat. Allerdings kannst du mit ihm so frei sprechen und kannst du mit ihm so sicher sein, dass
er auch in 10, 15 Jahren noch da ist? Was ist, wenn er auf einmal irgendwo einen dicken Bock geschossen bekommt, wofür du vielleicht nichts für kannst? Oder aber er kennt einen anderen Steuerberater kennen, der ihn suggeriert, dass er woanders besser betreut wird. Dann hast du auf einmal ein Riesenloch, wenn der auf einmal geht, ins kleine Kanzlei. Weil du vielleicht sogar 10-20% der Umsätze darüber generierst oder vielleicht sogar noch mehr. Wie wäre es dann, wenn du die Mandantenzahl signifikant erhöhst durch immer wiederkehrende, kleine, sehr ähnliche Mandate, denen du sagst, wie sie ihre Buchführung zu tun haben, wie sie die Daten an dich übergeben und die wirklich über einen tollen Prozess an dich bzw. deine Kanzlei angebunden sind? Wenn da mal einer gehen sollte, dann merkst du das im Zweifel gar nicht. Er hat auch gar nicht den Anspruch, dieser kleine Mandant, wirklich von dir als Steuerberater individuell jede Woche betreut zu werden, sondern das liegt dann in der Obhut eines Steuerfachangestellten oder einer Steuerfachangestellten oder eines, wie auch immer, Mitarbeiters. Und diesen Gedankengang möchte ich einfach dir nochmal weiter mitgeben. Schau vielleicht nochmal in deine Gedanken, geht es dir darum, dass du eher dahin schaust, dass du die Mandanten ansprechen möchtest und nimmst, wo die Deckungsbeiträge bzw. die Umsätze am höchsten sind? Und wie stehen diese im Kontext zu anderen kleinen Mandanten, die du sehr einfach und schnell zufriedenstellen kannst oder sogar begeistern kannst? Ist es wirklich das Richtige, einige Großmandate für sich zu gewinnen? Oder kann es nicht doch auch eine Kanzlei für dich und deine Kanzlei sein, wie du es schaffst, viele sehr ähnlich gleichgeartete Klein- und Kleinstmandate für dich zu gewinnen und zu generieren, die über einen immer wiederkehrenden und gleichen oder fast gleichen Prozess von dir betreut werden? Daher die beiden Sprüche noch einmal. Die großen Mandanten dienten nur als Brücke zu den Unmengen an kleinen Mandanten. Daher schaue nach, ob du nicht wirklich lieber viele kleine Mandate haben möchtest, die ein überschaubares Budget jeden Monat an dich überweisen, als wenige, die stressig sind, wo du vielleicht sogar von abhängig bist und wo du mehr Zugeständnisse machst, als dir manchmal lieb ist, nur damit sie bei dir bzw. bei deiner Kanzlei bleiben. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine tolle Woche und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, dein Daniel. Das war nur ein kurzer Einblick. Exakt auf deine Situation zugeschnitten können wir gerne ein Erstgespräch vereinbaren. In dem Gespräch wirst du erfahren, ob und wie wir dich in deiner Situation unterstützen können, damit auch du schon sehr bald zu den Gewinnern im digitalen Wandel gehörst. Besuche jetzt unsere Seite auf www.kanzleistratege.de und bewirb dich für ein kostenloses Erstgespräch, in dem wir deine Potenziale, deine Engpässe und deine Ziele besprechen und dir sofort echte Mehrwerte mitgeben. Mach dir eins bewusst: Durch unsere New Generation Community mit anderen Kanzleiinhabern und durch unser professionelles Coaching-Team wirst du viel schnellere und viel bessere Ergebnisse erzielen, als wenn du alles alleine umsetzen müsstest. Du hast noch Bedenken, weil es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt für dich. Du möchtest erst noch andere Projekte abschließen. Du meinst, du bekommst das alleine hin. Du hast so viel zu tun, dass du meinst, du kannst das alles eh nicht umsetzen. Falsch, 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 falsch. Warte nicht. Verliere nicht weiter wichtige Lebenszeit. Sichere dir jetzt dein kostenloses Erstgespräch unter www.kanzleistratege.de. Durch unser Coaching verschaffen wir dir mehr Zeit, passende Mitarbeiter, Struktur, Gelassenheit, Spaß an der eigenen Kanzlei. Finde keine Ausreden, gestalte mit uns deine Zukunft. Leg jetzt los!